Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. In der Vault Nr. 19 geht es weiter. Hier trägt sich Folgendes zu, und zwar scheint es hier zwei Parteien zu geben, eine rote und eine blaue. Und die sind so ein bisschen aufeinander angesetzt. Es geht hier halt irgendwie darum, dass man so eine verfeindete Partei schafft, die eigentlich gar nicht verfeindet ist, da es ja die eigenen Leute sind. Ich finde das sehr seltsam. Warum macht man sowas? Warum machen die überhaupt diese ganzen Experimente? Das ist doch alles bescheuert. Hallo Gecko. Kleiner Feuergecko, wo bist du denn? Mein kleiner Feuerhase. Das ist irgendwo da hinter der Wand, das Vieh. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel, ne? Ja, es scheint wirklich so zu sein, dass es abgetrennte Vaults gibt. Erspitz. Oh. Also es hat wirklich für jede Partei hier ein eigenes... Oh. Tunnel zur Schwefelhöhle. Ah. Okay, da gehen wir später hin. Ich will mir erst nochmal den Rest ansehen. Es hat wirklich für jede einzelne Abteilung hier nochmal eine Vault. Das ist sehr... Oh, warte mal, die Tür, da reicht mir nicht. Geht's da überhaupt rein? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist aber gar nicht viel. Ne, das ist... Ist nur Quatsch. Nur Quatsch. Ja, die ist sogar leer. Ja, okay. Was ist der Sinn dahinter? Will man versuchen, irgendwie zwei Parteien gegeneinander auszuspielen, dass sie sich gegenseitig alle abschlachten? Ach, warte mal. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ach so, das... Ja, gut, das ist... Ja, das... Nee, das ist ja im Prinzip immer derselbe Zugang. Außer... Warte mal, ich gehe nochmal oben lang, gehe nochmal in die andere Abteilung und werde dann mal da runtergehen in die Vault. Zwei Mini-Vaults für jeden quasi. Das ist sehr kurios, ne? Ich finde das sehr kurios. So, der blaue Sektor. Nee, warte, ich bin ja im roten runtergefahren. Im Prinzip ist das... Was glotzen Sie denn so? Halt die Schnauze, sonst schieße ich dich tot. Ja. Ne, okay, es führt beides zum selben Wohnsektor. Da, guck mal, die haben eigentlich alle ihre selben Abteile so ein bisschen und dann führt alles in einer großen Gemeinschaftskammer zusammen. Aber warum machen die sowas? Die sind doch total bescheuert. Ja, hier war ich noch nicht drin. Na gut. Vielleicht hätte ich hier noch was. So. Guck mal, wie viel Geld, ne? Es gibt hier so viel Geld. Ich verstehe das nicht. Na gut. Stimmen. Ich kann sie durch die Lüftungsschächte hören. Sie klingen nach Verschwörung. Sie klingen nach Hass. Die Blauen setzen sich nie zu uns. Sie behandeln uns, als hätten wir irgendeine Krankheit. Vielleicht ist das ja so. Diese ganze Vault ist krank. Ja, ihr leidet alle unter Paranoia. Und das haben die euch eingepflanzt. In den Schädel. Hier immer noch Geckos. Ah. Wo kommst du denn her? Ich habe alle erledigt hier. Aha, vielleicht muss ich ja doch runter die Schwefelhöhle. Kopf ab. Und da geht der Mund zu. Gecko Meat. Nom nom nom. Feier Gecko Hide. Ne, ich nehme keine Haut mit. Dünne rote Piste passt. So, wir gehen mal runter in die Schwefelhöhle, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es da gefährlich ist, mit sowas hier rumzuballern. Aber schauen wir einfach mal. Oh oh. Ja, hast du gesehen, ne? Was passiert, wenn man sich mit mir anlegt? Hast du gesehen? Wow. Guck mal, das... Boah! Das ist das Perk. Geil. Wie in so einer roten Nova explodiert das Vieh. Oh, das sieht ja geil aus. Das sieht ja richtig geil aus. Wow. Mistviecher. Ja, verbrutzel mal so ein bisschen. Sieht ja echt komisch aus. So ein Riesenhaufen Kacke. Ja, man mag es nicht glauben, aber die Ausscheidungen dieser Viecher sehen immer sehr, sehr seltsam aus. Bums. Ich finde das voll lustig, wie die immer angerannt kommen. Das sieht so cool aus.
Richtige Geckos, die laufen ja auch so, ne? Was? Töten sie irgendwas und so ziemlich alles? Ja, okay. Hab ich. Ach, guck mal, wie das runterreißt hier, meine Haltbarkeit, ne? Das ist der Wahnsinn. Vielleicht weiter? Kann sogar sein, ne? Oh, da sind zwei. Ach, hallo. Ihr seid meine Freunde, ihr seid Nachtpirscher-Freunde. Das ist schön. Den haben die, glaube ich, platt gemacht. Bei mir wäre nämlich der Kopf ab oder er hat sich komplett aufgelöst. Oh, meine Nachtpirscher-Freunde. Hallo. Hm. Aha. Wie ich denn jetzt hier gelandet? Hallo. Hm. Was ist das denn? Utility. Die Instandhaltung. Also, da gibt es Zubehörzeug. Aha. Das Büro des Aufsehers. Oh, Leute, das gucken wir uns gleich an. Erstmal runter in den Utility Room. Nee, haben wir. Warte mal, lass mal kurz checken, die Karte. Ist denn alles soweit abgedeckt? Ach, du Heiliger. Ach, du heiliger Bimbam, guck mal, wie groß das ist. Da geht's ja raus ins Wasteland. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ein Terminal. Die anderen sagen dauernd, ich soll mir keine Sorgen machen, aber ich kann es manchmal fühlen. Ich glaube, es ist irgendwas hier drin bei uns. Dauernd höre ich diese komischen Geräusche über meinem Raum. Ja, das ist... Ist das, das ist wahrscheinlich immer noch diese Paranoia. Diese künstlich induzierte. Okay. Ich war nicht der Beste beim Treffen eben. Hm. Operations. Alter Schwede, guck mal, wie riesig das hier ist. Das ist doch nicht normal. Na gut, da geht's wieder zurück. Und dann hier geht's zurück in die Vault. Das Büro des Aufsehers sehe ich mir dann auch noch an. Ach so, da bin ich hergekommen. Na gut. Dann gehen wir doch mal hier in die erste Ebene. Sind da noch welche? Warte mal. Hilfsmittel... Lesen wir das auch gleich. Ich habe ja Schusswaffen schon auf Maximum. Mehr geht ja nicht. So. So was Vieh. Wir sind hier reingekommen. Achso, die Feuergeckos habe ich ja erledigt. Cool. Die ganzen Feuergeckos sind jetzt tot. Tot, tot, tot. Aber ich will mal sehen, was im Büro des Aufsehers vor sich ging. So, schauen wir mal. Oh, die hat jetzt erst nachgelassen. Cool. Das mache ich bestimmt nicht wieder automatisch, so wie öfter mal, dass ich eine Tür verkacke. Die will ich doch... Oh, seht mal, perfekt. So, was haben wir da? Cocktail ist es nicht. Catwalks ist es aber. Aha. So. Öffnen wir das. Ist immer wieder cool, ne? Dass diese unter ihrem Schreibtisch nochmal eine Öffnung haben, wo man rein kann. Schon sehr nice. So, hallo. Da bin ich wieder. Aber du bist nicht Cook. Der Cook ist hier. Das kann es aber nicht schon gewesen sein hier. Ich will der Vault noch ein bisschen auf die Schliche kommen. Ja, seht mal. Zwei Aufseher halt, ne? Voll gut. Haben Sie diese Geckos schon ausgemerzt? Na klar. Gut. Hey, ich hätte noch einen anderen Job, falls Sie interessiert sind. Okay, was soll ich machen? Ich möchte, dass Sie nach Norden zum Red Rock Canyon gehen. Suchen Sie Papa Khan und fragen Sie, ob er einem Anschluss der Pulverbanditen zustimmt. Warum wollen Sie den Großkhanen beitreten? Wir sind zu wenige, um wirklich was gegen die RNK auszurichten. Und die Khane hassen die RNK wohl noch mehr als wir. Stärke durch Zahlen also. Strength Werden Sie also wegen uns mit Papa Khan sprechen? Ja, kann ich machen. Sehr schön. Kommen Sie so bald wie möglich zurück. Okay, aber ich muss doch noch was machen, oder? Ich habe dort noch eine Aufgabe. Nicht Auge im Auge, sondern
Wild, nee. Hä? War da nicht noch was hier? Why can be we friends? Why can be we friends? Why can be we friends? Na gut, dann mach ich das mit den Kahnen noch. Das ist ja gut. Das ist gut. Habe ich jetzt unten alles gemacht? Hm. Könnt ihr mir ja schreiben, wenn ich was vergessen habe. Dann komme ich nochmal her. Oh nein, Todeskralle. Verdammte Todeskralle. Dreckige Viecher sind das. So, bitte nicht aufhängen bei der Schnellreise, weil ich habe nicht gespeichert, ja? Danke. So, speichern. Ah, das ist immer so ein Akt. So, Papakan, ich habe neuen Zuwachs für euch. Irgendwelche komische Penner, die mal Pulverbanditen waren. Hallo. Sie sind wieder da. Brauchen Sie noch was? Musst du gerade ganz schnell wohin? Ja, ich bin gekommen, um eine Allianz mit den Pulvermediten aus Vault 19 anzubieten. Und welchen Vorteil würde diese Allianz uns bringen? Ganz viel Sprengstoff. Die Pulverbanditen verfügen über große Mengen Sprengstoff, die sie bereit wären zu teilen. Naja, die Waffenkammer könnte immer mehr Feuerkraft brauchen. Gut. Sagen Sie der Pulverbande, dass wir Ihr Angebot annehmen. Allerdings müssen Sie immer noch das Aufnahmeritual bestehen, wenn Sie uns wirklich beitreten wollen. Okay. Bis dann. Cool. Boah. Vorsicht! Was macht ihr denn da? Was? Was? Hauts mal rumrennen wie so Geisteskranke und ein bisschen Stress machen, ne? Das können die. Das können die gut. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Schnell rein, bevor die Todeskrallen kommen und mich zerfleischen. Dann lege ich mich da unten nochmal schnell hin, dass es wieder Tag wird. Eieieiei. So. Dann wollen wir mal sehen. Ich weiß eigentlich nicht, ob das eine gute Idee ist, was für die Pulverbanditen zu tun, aber das ist mir im Prinzip auch egal. Hauptsache Erfahrungspunkte. Etwas Neues von Papa Khan? Ja, sie können beitreten, aber er meinte, dass sie zunächst alle das Aufnahmeritual bestehen müssen. Das würde ich zwar lieber nicht, aber gut. Wir werden es tun. Okay. Wir sehen uns. Cool. Warum können wir nicht Freunde sein? Abgeschlossen. Die Schwefelhöhle. Oh. Ja, ich hab's getan. Ist alles gut jetzt, ne? Alle Freunde. Ja, fand ich jetzt ein bisschen langweilig, die Vault, ehrlich gesagt. So, ne? Man hat wenig rausbekommen. Oh nein, warte. Man hat sehr wenig rausbekommen, also es ist... Meiner Meinung nach hätte es noch ein bisschen vielschichtiger sein können. Und nicht so, ja, ne, jetzt haben wir halt mal Freundschaft geschlossen und so weiter. Aha. Samson Felsen, Zerkleinerungsanlage. Gebäude des Basin Creek. Die Vault 3. Und Osteingang der Südvegas Ruinen. Sagen wir, bewegen uns mal langsam hier hoch, oder? Dass wir diese Folge vielleicht noch ein bisschen erforschen. Und nächste Folge machen wir dann langsam mal die Hauptquest weiter. Oh Gott, diese Mistviecher. Komm ich da außenrum überhaupt hin? Oder ist es nicht besser, wenn ich innen... Ich gehe mal innen lang. Nicht an der Außenseite der Karte. So. Naja. Und sonst so, wie geht's euch, Leute? Seid ihr gut drauf? Wunderbar. Hoffe ich doch. Jetzt ist halt noch die Frage. Lohnt es sich, dass ich vorher Lonesome Road mache? Habe ich ja schon mal gesagt. Einige meinen halt, es lohnt sich, den DLC zum Abschluss zu bringen. Was ist das denn? Und manche sagten wiederum, ich soll das vorher schon machen. Ach so, das ist eine kopflose Todeskralle. Wunderschön, habe ich die hintrapiert, ne? Wunderschön. Ich hoffe, die rächen sich nicht an mir. Was ist das denn? Ach, da. Was ist das hier denn? Ach, das ist die Schwefelhöhle, guck mal. Ja. Ich wette, da komme ich unter die Vault. Genau. Ganz genau. Okay, dann haben wir das ja auch schon geklärt, das Mysterium. Hier, Leute, Schwefel. Das riecht so unangenehm, wisst ihr das? Hä, warum ist der Marker jetzt hier? Der war eben noch da unten. Ne, egal. Okay. Ich weiß ja auch nicht, Steinzerkleinerungsanlage, das hört sich für mich wieder so nach Todeskrallen-Spektakel an, ne? Da geht's da wieder 1000 Todeskrallen, du. Na, noch sehe ich keine. Mein Watz sieht noch keine.
Hallo. Todeskrallen. Okay, keine da. Guck mal, die könnten hier so viel draus machen aus diesen Anlagen, aber das steht alles leer. Samson Felsenzerkleinerungsanlage. Oder Felszerkleinerung. Hm. Ich glaube nicht, dass es hier viel gibt, oder? Das ist wieder so ein Durchreiseort. Hauptsache mal vorbei und entdeckt und dann ist gut. Ja. Okay. Gebäude von Basin oder des Basin Creek. Was auch immer das sein soll. Hm. Mysteriös. Na komm, wir gehen mal weiter. Ich will noch ein paar Unholde abknallen, diesen Part oder so. Aus reiner Mordgier. Weil ich das gut finde. Lasst mich. Jeder braucht ein Hobby. Das sind aber keine. Oh! Hier. Arschbacken. Warum haben die überall hier Minen? Warum sehe ich die Minen vor allem nicht? Bin ich denn ein bisschen blind oder so? Stell ich mal vor, ihr lauft die. Okay, die waren vorher schon. Ihr lauft irgendwo eine Straße lang. Und auf einmal sind da Minen und dann sterbt ihr und dann ist alles scheiße und. Na, hast du gesehen? Penner. Auf wen schießen die da? Ich glaube, die haben gerade jemanden getötet, weil die leben noch. Oh. Was? Warum schießen die von RNK auf mich, bitte? Hallo. Ich bin kein Unhold. Ihr dürft mich nicht töten. Bin nett. Jetzt mal ernsthaft, schießen die auf mich? Da sind die Unholde. Seid ihr bescheuert? Warum macht ihr sowas? Ernsthaft, ich hab denen nichts gemacht, ihr habt's gesehen. Die haben als erstes auf mich geschossen, ich habe auch den Unhold geballert. Hab ich vielleicht einen mitgetroffen oder was von den anderen? Doof muss man sein, dass die auf mich ballern, Mensch. Guck mal, ich hab die hier abgeknallt, nicht die RNK. Die Pennergesichter. Warum machen die sowas? Huh, ist nicht mein Problem, Leute, ganz ehrlich. Was die können, kann ich auch, da mach ich halt mit. Hm. Ansonsten nehme ich mir vielleicht so eine leichte Speerrüstung mit und ziehe die an, wenn die wieder Probleme machen. Ich denke mal, wenn ich mich als Fraktionsmitglied verkleide, dann machen die mir nichts, oder? Die wiegen ja nicht viel. Was wiegt denn so eine Speerrüstung hier? Oh doch, die wiegt sehr viel. Die wiegt auch sehr viel. Bam. Oh. Lauf mal normal, bitte. Yay! Yay! Karma, Baby! Oh, so. Nein, tut mir leid, das habe ich nicht gesagt. Karma! Vergesst den Einwurf danach. So, so, so. Gib mir all dein Zeug. Hoppala. Jetzt habe ich ihn nackig gemacht. Das wollte ich nicht. So, wo haben wir das denn jetzt? Habe ich den ganzen Scheiß hier aufgesammelt. Behalt deinen Dreck da, Raider, Mist. Behalt den mal. Ja, irgendwas aufgehoben. Egal. Kann ich später entsorgen. Ach ja. Dass die RNK jetzt noch gegen mich geht. Meine Güte, ich mache mich jetzt zum Feind von allen. Könnte ich ja mal machen, oder? Geht das? Also ich denke mal, man könnte es auch so spielen, dass ich mir alle Fraktionen zum Feind mache. Dann kann ich zwar für keinen mehr Missionen erledigen, aber ich kann ja immer noch für Haus was machen. Und für den Ja-Sager. Oh, ich hab Hunger. Hm. Ich fände das immer so komisch dargestellt, als wäre Hunger eine Krankheit. Sie sind erkrankt an schwachem Hunger. Ja, ja. So. Da ist es doch, oder? Hä? Wo sind denn diese Gebäude jetzt?
Wahrscheinlich ist das noch nicht mal was, wo man reingehen kann. Mal wieder. Oh doch, da kann man reingehen. Gebäude des Basin Creek. Mhm. Ich rieche Feinde hier drin. Oder auch gar nichts. Oh doch, das sind Ameisen, glaube ich. Nee, Kakis. Oh doch, Ameisen. Überall Ameisen hier drin. Und eine Kaki. Eine Red Kaki. Lauter Käfer. Insekten. Irgendwo läuft hier in der Toilette ganz schön über. Oh, Hydra. Oh. Nehmen wir das mal mit. Hallo. Noch mehr Viehzeugs. Oh, das ist doch ein Vorkriegsmagazin. Ich jetzt mal, das war's. Ja, haben die einen abgenagt oder so, ne? Na, der war auch leer. Okay. Dann war's das wohl schon. Schade. Einfach nur ein kleines Gebäude voller Mumpitz. Bäh, diese Kiefer, guckt euch die mal an. Die könnten euch den Kopf abknipsen, damit wette ich mit euch. Machen das Ameisen nicht immer bei anderen Insekten? So wie bei Bienen und Wespen, dass die einfach den... Oder Wespen machen das auch, die knipsen einfach den Kopf ab. Knips. Das war's. Tot. Wenn ich da nur hochkommen würde hier. Guck mal, da gibt's bestimmt noch ein bisschen was zu entdecken. Da ist noch eine Tür. Irgendwie muss ich doch da raufkommen. Hallo? Ist da immer noch Wasser hier hochsprudelt? Ist schon ein bisschen seltsam. Ja, jetzt ernsthaft, irgendwo muss es hier doch raufgehen, wenn ich da oben schon ein zweites Stockwerk sehe. Ach ja, dann halt nicht. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ihr merkt schon, ne? Die ganzen Punkte hier, das sind alles so Abklapperteile und dann war es das auch wieder. Gehen wir mal zur Vault 3 als nächstes. Habt ihr Bock drauf? Jawoll! Ja, ich will unbedingt wissen, was es mit den ganzen Vaults hier auf sich hat. Am coolsten fand ich ja bisher... Ich weiß es gar nicht. Alle Vaults sind irgendwie cool. Die Vaults. Oh, hi. Haha, ins Gesicht. Oh, irgendwie habe ich gerade die Textur getroffen. Der Ami ist halt voll die beste Waffe einfach mal, ne? Finde ich. Also so im Vergleich mit anderen ist es echt die beste Waffe. Lädt nach wie Hulle. Von der Geschwindigkeit her. Und macht halt auch richtig fett Schaden in Gesichter. An Gesichtern. So. Was denn? Ist die da drin, die Vault? Hinter diesen komischen Zügen überall? Sehr kurios, das. Komm ich doch irgendwie rein, oder ist hier alles dicht? Oh. Oh, hi. Hier ist der Driver Neffi. Aha. Henna, was soll denn das? Kopf ab. So sieht's aus. Komm, die Empty Syringe kannst du behalten. Ich glaube, hier hat's irgendwie so bestimmte Anführer, der... Oh, guck mal, noch ein Kopf. Neffis Golfdriver. Oh. Kopf abgerissen. Voll übel. Stell ich mal vor, dass jemand... Ne, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie ich jemanden den Kopf abschneide.
Wie assi ist das denn bitte? So. Hier noch was. Fleisch. Unholdfleisch. Ich weiß gar nicht, wofür ich die Köpfe brauche. Wahrscheinlich für irgendeine Quest wieder, ne? Ich habe hier noch einen Kopf einstecken. Was ist das hier? Es ist überall dicht, dieses Ding, dieses Areal hier. Ah, da kann es reingehen. Was ist das denn? Süd-Vegas-Ruinen. Da ist die Vault drin, ne? Osteingang. Ich laufe nochmal rum bis zum Osteingang. Würde aber sagen, ich beende den Part schon mal hier. Nur halt der Vollständigkeit habe, dass ich das schon aufgedeckt habe. Oder? Da vorne ist noch was. Nee, machen wir nicht. Das machen wir nächstes Mal. Leute, lasst mir ein bisschen Liebe da, bisschen Feedback. Ich würde mich drüber freuen. Und wenn ich was vergessen habe, sagt mir das bitte. Ansonsten sehen wir uns wieder zu Fallout New Vegas.